Schön, dass der DFB-Pokal natürlich psychologisch anders zu bewerten ist wie jetzt so ein Bundesligaspiel. Es ist einfach ein Spiel der Einmaligkeit. Es gibt kein Zurück mehr. Es hilft kein Unentschieden. Der Unterklassige wird für jede Grätsche, wo der Ball auf die Tribüne fliegt, frenetisch gefeiert. Es ist halt so, dass die Drittligisten zumindest körperlich heutzutage im Prinzip fast die gleichen konditionellen Voraussetzungen mit so einem Spiel bringen wie der Erstligist. Für uns zählt, dass wir ein gutes und ganz vor allem durch ein, nach den Erfahrungen auch von Bremen in den letzten 2 Jahren natürlich auch ein erfolgreiches Spiel gestalten. Ich sage das jedes Jahr ganz gerne. Früher habe ich es dann einmal aus Sicht der Stuttgarter Kickers, habe ich damals gesagt, jeder ersten Runde fliegt ein Erstligist gegen einen Unterklassigen raus, du musst nur dabei sein. Und diesmal sage ich es umgekehrt, es fliegt jedes Mal einer raus, du darfst nur nicht dabei sein. Luginger ist ein erfahrener Trainer, ja, wird er wahrscheinlich dieses Spiel dazu nutzen, indem du eigentlich nicht verlieren kannst, um das Selbstvertrauen zurückzugewinnen mit einer Sensation. Ich sehe, wie die Jungs momentan trainieren, was für eine Intensität heute schon wieder im Training im 11 gegen 11 drin war, und zwar von allen 22 Spielern. Kann ich mir nicht im Entferntesten vorstellen, dass die Mannschaft am Sonntag nicht sowas von Vollgas gibt. Ja, Marco wird definitiv im Kader stehen, weil Marco einfach die letzten Wochen ganz hervorragend trainiert hat, richtig Gas gegeben hat. Man merkt auch, dass er inzwischen wirklich schon eine Stufe deutlich spritziger ist. Wir müssen Spiele gewinnen, wir wollen eine gute Mannschaft haben. Und dann ist die Qualität von Marko Arnautović natürlich gut, dass wir die haben. Aber die muss er zu 100% eben auch einbringen. Und da, wie gesagt, macht er super Schritte. Und mehr gibt es von meiner Seite dazu nicht.